Wir sind Brigitte und Hannes. Wir wollen gemeinsam um die Welt segeln. Dafür haben wir uns einen Katamaran gekauft, mit dem wir von der französischen Atlantikküste auf die Barfußroute starten. Die Reise führt uns bisher in 5 charakteristischen Etappen über insgesamt 7.300 nautischen Meilen bis nach Kolumbien. Seit vielen Jahren war eine Weltumsegelung mein großer Traum, den ich berufsbedingt zum Renteneintrittsalter verwirklichen wollte. Manchmal kommt das Leben aber anders als man plant. Ich erhielt die Diagnose Morbus Parkinson. Plötzlich beschleunigte sich mein Leben erheblich. Ich verkaufte mein Haus, löste den Hausrat auf und begann Berge an Schiffsausrüstung anzuschaffen. Brigitte war natürlich erst einmal vollkommen überrascht, obwohl eine Weltumsegelung wesentlich besser in ihr berufliches Leben als Vorruheständlerin passte als in meins. Andererseits ist sie familiär wesentlich eingebundener als ich. Aber schon bald konnte sie meinen Traum auch zu ihrem machen, vermietete ihre Wohnung und brach im Februar 2021 in der tiefsten Corona-Pandemie mit mir nach Frankreich auf. Dieser erste Teil beschreibt die Reise unseres Lebens von Frankreich bis zu den Kanarischen Inseln, also die Phase, bevor wir endgültig allein Verantwortung für unser Schiff übernehmen müssen. So, ganz große Aufregung. Wir sind in Le Sable d'Olonne angekommen. Es begrüßt uns die Sonne und vor uns liegt unsere Maria. Wir haben schon mal geguckt, welches es ist, also gleich seht ihr sie auch. Einen Moment. Mir zittern die Knie. Ich bin so aufgeregt. Wir begegnen das erste Mal unserer Maria Noah. Da liegt sie am Auslieferungssteg von Lagoon in Le Sable d'Olonne und wartet auf uns, auf uns. Zögerlich gehen wir zu ihr hin, schauen, staunen, wie mächtig sie ist, obwohl sie die kleinste am Steg ist. Unser neues Zuhause, kann das gelingen? Werden wir uns so sehr aneinander gewöhnen, dass wir wie selbstverständlich miteinander umgehen? Im eiskalten Frankreich machen wir mit Michael Bergmann die ersten Ausfahrten, setzen alle Segel, auch den Parasailer, üben Wenden und Halsen. Obwohl das Cockpit eingehaust ist, frieren wir mächtig und träumen von der Barfußroute. Beim Setzen des Großsegels fallen Eissplitter auf uns nieder. Das hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt. Sind uns. Wir sind auf unserer ersten Ausfahrt, brechen uns hier schon ab und werden gleich vom Eis erschlagen. Aber ansonsten klappt erstmal alles. Das Großsegel steht, das Vorsegel steht, aber wir haben natürlich den Motor dabei laufen. Falls irgendwas ist, dann können wir schnell mit dem Motor reden. Einen Monat lang wird Maria Noah personifiziert, wie man so schön sagt. Die wichtigste Veränderung ist die Montage einer mächtigen Photovoltaikanlage inklusive zusätzlicher Lithiumbatterien. Im Nachhinein sind wir Gott froh, dass wir diese Arbeiten haben durchführen lassen, denn die laguneigenen Fluidbatterien stellen sich schon bald als extrem problematisch heraus. Und die geräuschlose Stromerzeugung ist ein Segen gegenüber anderen Lösungen mit Windgeneratoren oder sogar dieselbetriebenen Generatoren. Zusätzlich bieten die PV-Module Schatten, der immer wichtiger wird, umso mehr wir uns dem Äquator nähern. Da, wir wollen ja den Leuten mal unser neues Zuhause zeigen. Was findest du an dem Zuhause klasse? Was ich richtig toll finde, ist die offene Küche. Endlich meine offene Küche, genau. Und dann so nach draußen hin, ne, zur Terrasse. Man hat eigentlich immer einen anderen Ausblick. Immer einen neuen, ja. Eben halt zu Hause kann man ja ein Haus nicht drehen, aber hier ein Schiff kann man ja immer irgendwie einen anderen Ausblick verschaffen. Und das ist das Tolle. Maria Noah ist mein erstes eigenes Schiff. Dieses von der Übernahme weg über die Biskaya zu segeln, ist mir eine oder mehrere Nummern zu groß. Philipp und Veronique sind die Profi-Crew, mit denen ich am 5.3.2021 von Le Sable d'Olonne aus nach Lanzarote in See steche. Profis sind ungeduldig und lassen es krachen. Eine gute Lernphase für mich, was mit Maria Noah so geht. Man muss sich eben erst einmal an das Getöse und Ächzen gewöhnen.
Das Gesamtpaket, welches ich gekauft habe, bestand grundsätzlich aus drei Bausteinen. Die Lagoon 40 inklusive einiger Serienausstattungen von Lagoon selbst, den von Eric Marine montierten Ropecuttern, dem von Robin Marine konzipierten und montierten Umbau mit PV-Anlage und Lithiumbatterien, aber auch die Überführung der Yacht von Le Sable nach Gibraltar durch das englische Unternehmen Reliance. Am 4.3.2021 kam das südfranzösische Pärchen Philippe und Véronique im Auftrag und Namen von Reliance an Bord, um am kommenden Tag mit mir abzulegen. Ein paar Tage früher als geplant, da ein günstiges Wetterfenster mit stetig achterlichen Winden dazu einlud. Ein kurzer Stopp beim Hafenmeister und schon ging es hinaus auf die Biskaya. Nach anfänglich frischem Wind schlief dieser fast vollständig ein und wir begannen das erste Mal zu motoren. Schnell lernte ich, hier geht es um eine Überführung. Ja, vorne steht natürlich die Sicherheit, aber dann geht es bereits um Tempo, Tempo, Tempo. Alles unter 6 Knoten ist inakzeptabel und wenn der Wind nicht ausreicht, wird eben motort. Erst am Cap Finisterre frischt der Wind wieder auf, dann aber auch so sehr, dass Maria Noah bei 8 Beaufort und 4 bis 5 Meter Welle mächtig durchgeschüttelt wird und in die Wellen kracht. Hier lerne ich, dass das Schiff fast alles abkann. Nur der zukünftige Eigner muss sich an Offshore-Bedingungen erst noch gewöhnen. Philippe ist ein versierter Segler und meist führt er die Manöver allein durch. Denn dann geht es schneller als mit unserer Hilfe. Véronique ist eine verlässliche Rudergängerin und eine begnadete Köchin. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die leckeren Gerichte, die sie aus unseren umfangreichen Vorräten gezaubert hat. Guten Morgen, es ist 7.30 Uhr, meine zweite Nacht geht zu Ende. Es ist auf jeden Fall heller geworden, das seht ihr, aber leider kein Sonnenaufgang, den ich euch natürlich wunderbar gerne gezeigt hätte. Wir machen ja noch so ein bisschen rum an technischen Problemen mit der Installation, mit diesen PV-Modulen und den Iridium-Batterien. Da funktioniert der Inverter nicht, also wir haben keinen 230 Volt
an Bord. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, aber irgendwie ist es natürlich doof für so eine neue Installation. Die funktioniert nicht so richtig. Dann verliert das VHF, also das UKW-Rundfunkgerät, immer die GPS-Daten. Das ist natürlich auch irgendwie blöd, weil auf eigentlich keiner so richtig weiß, was man da tun kann. Also wir werden, wenn wir wieder unter Land sind und uns Handyverbindung haben, dann einen Kontakt mit Robin Marine aufnehmen und hoffen, dass wir unterwegs lösen zu können. Ansonsten müssen wir irgendwie breiter einen entsprechenden Elektriker an Bord holen, der uns hoffentlich weiterhilft. Die Tage entwickeln sich zu den Pausen zwischen den Nächten. Nachtwachen von 3 Stunden prägen die 24-7-Reise nach Gibraltar und später weiter nach Lanzarote. Es geht somit im rasenden Tempo Richtung Süden entlang der spanisch-portugiesischen Westküste mit einem 20-Minuten-Tankstopp in Cascais. Corona-bedingt will uns dort auch niemand länger haben. Schade um diese faszinierenden Landschaften, die wir nicht besuchen können. Nach dem Cabo de São Vicente ändern wir den Kurs Richtung Cadiz, um hier für die Garantieansprüche der Yanmar-Motoren wichtigen Service-Stop einzulegen. Einige wenigen Stunden an Land und schon geht es weiter nach Gibraltar, wo wir ebenfalls nach wenigen Stunden inklusive Tankstopp die Fahrt nach Lanzarote fortsetzen. Der ursprünglich geplante Crewwechsel mit Brigitta hier in Gibraltar ist Corona-bedingt unmöglich. Die Straße von Gibraltar ist in jedem Fall eine echte Herausforderung. Wie auf einer Autobahn ziehen hier die ganz Großen, die Containerriesen und Öltanker ihre Bahnen. Als kleines Segelschiff hilft hier nur Vollgas, denn die Großen können weder bremsen noch ihren Kurs korrigieren. Nach insgesamt 10 Tagen, mehr oder weniger nonstop, sind wir in der Marina Lanzarote angekommen und haben wieder Land betreten. Nur komisch, dass hier alles so schwankt. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break while the grass grows underneath my feet. Hello, 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 Leo. Now I'm running out of soul.
Hi, hi Brigitta, du bist ja auf einmal wieder da. Wo warst das du denn? Ding, ne? Ja, wo warst du eigentlich die letzten zwei Wochen? Ja, ich war in Hamburg. Ich habe dein Auto von Frankreich, von Le Sable nach Hamburg gefahren. Okay. Und dann war ich erstmal 5 Tage in Quarantäne. Und ja, dann durfte ich nach 5 Tagen endlich raus. Und dann war ich bei Alexandra und Nico und bei meiner Enkeltochter Luna für die restliche Zeit. Und ja, und jetzt bin ich heute wieder gelandet. Was heißt wieder? Ich war ja noch gar nicht hier. Genau. Aber heute gelandet hier auf Lanzarote, endlich. Läuft. Ja, okay. Hallo. Hi. Hallo. Wir sind's wieder. Ja, wir sind's wieder auf dem Trampolin, aber diesmal nicht in Le Sable, sondern wir sind in Lanzarote. Genau, super. Und wieder zusammen, ja. Bis jetzt hat Heinz ja alleine berichtet von seinem Trip von Gibraltar nach Lanzarote. Und ja, ich habe mich kurzzeitig ausgeklinkt. Ich habe das Auto von Le Sable nach Hamburg gefahren. Und naja, da musste ich erstmal 5 Tage in Quarantäne und Familie wieder gesehen und ein paar Sachen erledigt. Und naja, jetzt bin ich hier hinterher geflogen und jetzt bin ich hier seit, heute ist Sonntag, ne? Seit Freitag, genau. Genau. Freitag bin ich hier, ja, fühle mich total wohl hier und ja. Und Hannes musste ja erstmal berichten, was er alles so erlebt hat auf seinem Trip. Und ja, du hast ja gesagt, dass es irgendwie so ein Höllentrip war. Und das würde mich echt schon interessieren, also, was da los war. Ja. Naja, also ein Höllentrip ist vielleicht übertrieben, aber es war schon so, wie ich mir das so vorgestellt hatte, sozusagen ad hoc eine Nummer zu groß. Das erste Mal auf dem eigenen Schiff und dann gleich 10 Tage nonstop, 24/7 rund um die Uhr, das ist an sich ja schon irgendwie anstrengend. Ne? Und dann hatten wir zum Teil auch echt Wind und echt Welle. Und das Schiff sprang und hopste und cruiste da hin und her und das war schon eine Herausforderung. Ja, naja, so nonstop, ne, so 10 Tage, ne, und ihr habt ja nur so ein paar ganz kurze Landgänge gehabt, das war ja eine kurze Unterbrechung, obwohl, ich habe das ja so nach, verfolgt, die ganze Reise mit Marine Traffic und Windy nochmal gesehen, das sah ja eigentlich optimal aus, so die Bedingungen, die ihr hattet, ne, ihr hattet ja immer so Rückenwind und seid ganz schnell durchgeflutscht, ne. Genau, wir sind ja 3 oder 4 Tage vor dem geplanten Termin los, weil da ein gutes Wetterfenster war und das hat sich auch bewahrheitet. Wir hatten immer achterlichen Wind und der Wind war okay. Ja, also wir hatten da am Kap Finisterre 36, 38 Knoten. Das war natürlich schon heftig, aber solange das alles von hinten kommt, ist das alles irgendwie erträglich. Und ansonsten hatten wir mäßige Winde oder eben auch zum Teil ja auch fast Flaute. Mhm. Ja, und dann kurz dran Ende dazu ist zu sagen, das war ja eine Überführungsgruppe, die das halt überführt haben und die wollten natürlich vor allen Dingen schnell ankommen. Und das hieß, sobald das Schiff langsamer sozusagen als 6 Knoten wurde, wurde der Motor angeworfen und dann gab es da Stoff, ne, damit das Schiff fuhr. Und Landgänge, wir waren in Cascais, dann in der Nähe von Lissabon zum Tanken. Das hat, wenn es hochkommt, 20 Minuten gedauert. Das zum Thema Landgang. Einmal festbinden, tanken, wieder losfahren. Und dann waren wir in Cadiz, weil wir so einen Motorservice haben machen lassen. Da waren wir ein paar Stunden. Da bin ich dann kurz mal was essen gegangen und so weiter. Dann ging es aber auch schon wieder weiter und das war's. Nee, stimmt nicht ganz. In Gibraltar waren wir auch vielleicht für, keine Ahnung, eine halbe Stunde an Land. Naja, immerhin. Ja, du mich auch. Also im Endeffekt gefühlt war das rund um die Uhr und so. Ja, also vom Klima her, ne, seid ihr ja auch ganz schöne, habt ihr ja ein ganz schönes Gefälle, oder? Nee, Gefälle gar nicht, das ging fast ziemlich kalt, ne? Ja. Und langsam immer wärmer. Von dicker Daunenjacke bis Barfuß und Shorts noch eher. Genau, gestartet mit der Daunenjacke und mit der Mütze auf dem Kopf, fast noch Handschuhe angezogen. Und dann wurde es jeden Tag irgendwie ein bisschen wärmer und jetzt hier auf Lanzarote ist das natürlich klasse. Ne? Also hier geht ein Höllenwind, aber und der auch kalt ist und auch in der Nacht kalt ist, aber sonst über den Tag ist das ja schon richtig sommerlich. Ne? Wenige Tage nach unserer Ankunft in Lanzarote treffen zunächst Brigitta, dann Skipper Udo auf Lanzarote ein. Skipper Udo hat einen gut vorbereiteten Plan und soweit es die Bedingungen zulassen, lernen wir Schritt um Schritt den Umgang mit unserem Katamaran. Während des Skippertrainings sind wir einmal gegen den Uhrzeigersinn um Lanzarote gesegelt. Zunächst Richtung Norden zur kleinen Nachbarinsel La Graciosa.
wo wir unsere erste Nacht vor Anker erleben wollen, wenn nicht prompt der von Lagoon mitgelieferte Anker bei auffrischendem Wind gegen Mitternacht aufs Slip gehen würde. Es folgte ein wilder Nachtritt Richtung Süden zur Marina Rubicon. Teilweise haben wir viel Wind und ordentlich Welle. Teilweise haben wir aber auch ideale Segelbedingungen und ruhige See. Und zwar hatten wir eigentlich geankert vor dieser kleinen Insel im Norden von, auf jeden Fall hatten wir da geankert und dann ging auf einmal der Alarm los und wir sind sichtlich, weil der Wind so auffrischte, verrutscht und mussten dann schnell Anker hoch mitten in der Nacht und dann sind wir noch zwei Buchten weiter und haben da geguckt, ob wir da vielleicht noch irgendwie ankern konnten, aber das ging auch überhaupt nicht, weil der Wind war viel zu stark. Wir waren irgendwie bei 28 Knoten, glaube ich, in dem Moment. Und da blieb uns nichts anderes übrig, als Kurs Süd Richtung Südspitze zu fahren. Und da kommen wir jetzt in Rubicon, also in der Marina Rubicon, jetzt in ein paar Minuten an. So lernen wir binnen einer Woche den Umgang mit Maria Noah von den verschiedensten Segel zu An- und Ablegemanövern. Hi Brigitta. Hi. Wie fandst du denn das Klippertraining? Super, fand ich total klasse. Also ich denke mal, ich habe super, super viel gelernt. Was hast du denn beim Skippertraining gelernt? Okay, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt anzulegen, abzulegen, zu ankern, das Boot zu wenden, auf der Stelle zu halten. Was nicht so einfach ist. Nö, auf jeden Fall nicht. Also dass das Schiff nichts tut, ist nicht so einfach. Nö, perfekt bin ich da auf jeden Fall noch nicht drin. Ja. Also muss noch reichlich geübt werden. Ne? Und es ist auch ein Unterschied, ob man nun wenig Wind hat oder viel Wind. Und einfach mit den Gashebeln auch klarzukommen, da so das richtige Gefühl zu entwickeln. Ne? Ja, die sind nicht so sensitiv, sag ich mal. Ne? Die sind so ruckelig. In Teil 2 werden die Kanarischen Inseln zu einem 6-monatigen Trainingslager, während wir die Chance erhalten, in die noch viel zu großen Seemannsschuhe hineinzuwachsen. Wir sind Brigitta und Hannes. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam um die Welt zu segeln. Hierfür haben wir uns einen Katamaran, eine Lagoon 40, gekauft. Diese haben wir nach unseren Vorstellungen ausgerüstet und wohnlich eingerichtet. Denn Maria Noah ist für unbestimmte Zeit unser schwimmendes Zuhause. Mit Maria Noah sind wir von der Sable an der französischen Atlantikküste über Gibraltar und den Kanaren auf die Barfußroute gestartet. Viele Abenteuer liegen vor uns, die wir mit euch teilen wollen.